Vegan for Fit, das Fazit. 30 Tage Vegan for Fit Challenge nach Attila Hildmann liegen jetzt hinter mir. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, um alles mal auf mich wirken zu lassen, um auch mal wieder nicht vegan zu essen und war überrascht, dass es mir zunächst mal gar nicht so gut geschmeckt hat. Also sehr interessant zu schauen, dass 30 Tage Ernährungsumstellung schon meine Geschmacksknospen auch sehr deutlich verändert haben. Doch was ist passiert in diesen 30 Tagen? Was waren vielleicht auch Herausforderungen und wie ist es mir ergangen? Zunächst mal, wie wahrscheinlich bei den meisten Ernährungsumstellungen, hatte ich eine Entzugsphase. Das heißt, die ersten 3 Tage waren echt geprägt von Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, bisschen Lethargie und manchmal auch so ein Jieper auf Kaffee oder auf irgendwelche zuckerhaltigen Sachen. Denn ich habe ja darüber berichtet, Zucker war echt so das, was mir am meisten gefehlt hat, wo mir die Energie gefehlt hat. Und vor allem, wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich morgens zum Workout gehe, was ja doch recht intensiv ist, und dann abends um 19 Uhr das letzte Mal gegessen hatte, kein Frühstück vorher zu mir nehme, dann war das schon echt heftig und grenzwertig auch irgendwie. Und darum habe ich gedacht, okay, mach einen Kompromiss und nimm mal so einen Shake zu dir, um dich da ein bisschen zu pushen. Also mit Hafer auch und Schokolade und ein bisschen Guarana rein. Und das hat ein bisschen geholfen und gleichzeitig für mich auch nicht zu viel, weil ich ja, wenn ich Sport mache, echt auch ein Problem kriege, wenn ich da zu viel im Magen habe, dann kommt mir das so ein bisschen hoch und das ist ja auch nicht so in der Sache. Spannend fand ich auch, wenn ich um 19 Uhr nichts mehr gegessen habe, dann hatte mein Körper ja Zeit, bis ich schlafen gehe, schon mal zu verdauen und nicht noch weiter zu essen. Und das war echt krass, weil ich habe gemerkt, dass ich morgens, wenn ich aufgestanden bin, deutlich besser geschlafen hatte nachts, deutlich ausgeruhter war und besser gelaunt war. Das heißt, nach dieser Entzugsphase kam irgendwie so eine energetisierende Phase, wo ich gemerkt habe, hey, mein Körper hat sich daran gewöhnt, dass er jetzt auf manche Sachen verzichten soll und hat die ganzen Gifte vielleicht schon mal rausgespült aus dem Körper und jetzt ist er irgendwie da und freut sich, dass er die Nacht zum Schlafen hat und nicht zum Verdauen nutzen muss. Also das war wirklich eine echt spannende Sache und was ich genauso spannend fand, ist, dass es wieder einmal bestätigt worden ist, für mich zumindest, dass vegane Rezepte alles andere als langweilig sein können. Es gibt natürlich Rezepte, die langweilig sind und nicht cool schmecken. Und es gibt auch Menschen, die behaupten, dass vegan doch eigentlich nur die Beilage vom Fleisch oder was auch immer ist. Das ist in meinen Augen ein Trugschluss. Das ist dann eure eigene Schuld. Denn alle Rezepte, die ich hieraus gegessen habe, waren lecker, beziehungsweise keins der Rezepte war so, dass ich sagen kann, boah, schon wieder das oder schmeckt gar nicht. Das hat mich sehr positiv überrascht. Und ich habe für mich eben auch rausgezogen, dass wenn es Fleischgerichte gibt und die von veganen Gerichten nachgeahmt werden, dann ist das manchmal ein bisschen schwierig und komplex und irgendwie nicht so cool. Beim Tofu-Rührei finde ich es zum Beispiel gelungen, allerdings schmeckt das für mich auch ganz anders, überhaupt nicht vergleichbar mit normalem Rührei. Aber bei zum Beispiel Matt, da hatte ich das ja, da gibt es für mich keine gute vegane Alternative, das ist einfach Matt ist Matt. Genauso allerdings andersrum. Ich glaube, dass die veganen Gerichte nicht gut funktionieren, wenn man sie mit Fleisch ergänzt. Teilweise vielleicht, aber der Fleischgeschmack oder Fischgeschmack oder auch Milchprodukte an sich, Käse zum Beispiel, die sind so dominant in ihrem Geschmack, dass sie, glaube ich, oft die Vielfalt, die die veganen Rezepte mitbringen, überlegen, also übertünchen. Und dann schmeckt es gar nicht so, ich kann gar nicht genau beschreiben, so vielfältig, wie das schmeckt, wenn man das ausprobiert. Also ich war wirklich sehr überrascht von der Fülle an neuen Geschmacksrichtungen, von der Fülle an neuen Rezepten, die ich gerne beibehalten möchte. Jetzt haben einige Leute gesagt, hey Diana, vegan ist doch ganz schön teuer, oder nicht? Ja und nein. Es gibt viele vegane Produkte, die teuer sind. Es gibt viele vegane Produkte, die sehr teuer sind. Es gibt natürlich auch Matcha in verschiedenen Qualitäten zum Beispiel. Also da müsst ihr selber entscheiden, wie viel ihr investieren wollt. Ich finde es wichtig, alles in Relation zu setzen. Wofür gebe ich denn eigentlich viel Geld aus? Lebensmittel sind mir wichtig, Essen ist mir wichtig, deswegen gebe ich dafür mehr Geld aus als beispielsweise für mein Auto oder für, also in Relation, oder für Technologie. Das ist jedem selbst überlassen. Wenn jetzt aber im Rahmen vom Essen und Lebensmitteln vergleiche, dann kann ich schon mal sagen, ich zahle 2-3 Euro pro Tag für einen Kaffee, den ich normalerweise auswärts trinke, oder Cappuccino mit Milch. Ich zahle etwa 15 Euro, wenn ich auswärts esse. Also, und dann gehe ich nochmal trinken, Alkohol und so weiter. Jetzt bei dieser Challenge habe ich das ja alles rausgestrichen. Und natürlich bin ich hinten rübergefallen, als ich am ersten Tag irgendwie 80 Euro gezahlt habe für die ersten 3 Tage oder 2 Tage. Aber wenn ich das in Relation packe, fand ich es jetzt nicht übermäßig teuer. Und mir und meiner Gesundheit war es das Ganze auf jeden Fall wert. Ich werde die Zahlen aber versuchen, transparent aufzuschreiben. Seht ihr dann im Blogpost. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ist es das Richtige für euch oder ist es nicht. Viele Leute machen das auch, weil sie abnehmen wollen. Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema.
Ich kann sagen, ich habe tatsächlich 3 bis 4 Kilo abgenommen. Daher stehe ich heute auch hier im Bikini für euch und habe mich sehr wohl gefühlt damit. Ich habe mich eben auch energetisierter gefühlt, von daher ja, fitter schon. Das ist natürlich aber bei jedem anders und dazu würde ich gerne, weil es ein komplexes Thema ist, nochmal ein eigenes Video machen, genauso über die Rezepte und über die großen Herausforderungen, vor denen ich so gestanden habe. Auch Stichwort Kochen ist ja auch noch nicht so meins gewesen und ich bin da sehr euphorisch, aber nicht immer sehr talentiert gewesen, wie ihr auf Snapchat immer beobachten konntet. Vielen Dank, dass ihr überall dabei gewesen seid, dass ihr mich da auch motiviert habt. Und ich möchte als Abschlussfazit nochmal Marcel Janssen von neulich zitieren, den Ex-Fußball-Nationalspieler. Hört auf euren Körper. Egal, ob ihr vegan for fit macht oder irgendeine andere Diät, Ernährungsweise, euer Körper wird euch sagen, was er verträgt und was ihm gut tut. Und nur weil mir das Spaß gemacht hat und gut getan hat, kann das für jemand anders ganz anders sein. Ich hatte Leute, die haben gesagt, Jana, ey, nach 3 Tagen hatte ich keinen Bock mehr, so viel Zucchini, das geht doch überhaupt nicht. Ich habe gar nicht so viel Zucchini gegessen, aber ich kann das total nachvollziehen, wenn irgendetwas dabei ist, was ihr nicht gut vertragt, Stichwort Bohnen zum Beispiel, dann lasst es raus oder stoppt eure Ernährungsumstellung und macht was anderes. Hört da in euch rein, guckt natürlich auch, ob es nur irgendwie die Entzugserscheinungen vom Anfang sind und macht das Ganze aber auch mit Spaß. Also macht keine Diät, weil ihr es irgendwie müsst, sondern macht es wirklich auch, weil ihr es wollt. Und mir hat Spaß gemacht, ich möchte euch Mut machen, probiert es aus, probiert auch gerne andere Sachen aus. Schreibt mir hier auch gerne in die Kommentare, wie für euch die Vegan for Fit Challenge war, wie für euch andere Diäten waren. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Abonniert gerne den Kanal. Ich mache hier weiter mit Tests, mit Challenges, mit Sachen zum Thema Ernährung, bewusste Ernährung und freue mich über jeden, der mir zuschaut. Bis dahin, vegan Test.